Ja, heute mal nur ein ganz kurzes Video. Und zwar habe ich mir einen Fußschalter gebaut für den Dremel. Also ich benutze im Moment recht oft den Dremel. Also es ist kein richtiger Dremel, es ist so ein No-Name. Wie heißt das? Feinbohrschleifer oder so. Und wenn das ganz fein ist, möchte ich nicht ständig an ausschalten. Ich möchte nicht mit laufendem Fräser dahin, wo ich hin möchte, sondern ich möchte das mit dem Fuß an ausschalten. Ich glaube, von Proxon gibt es sowas auch. Schon fertig. Ist auch gar nicht so teuer, irgendwie 25 € oder sowas. Aber das ist aus Plastik und das sah mir jetzt nicht so gut aus. Deswegen habe ich mir was selbst gebaut. Hier, das ist ein Fußtaster. Der ist aus so einem Aluguss. Der ist ziemlich robust und auch schön groß und hier, dass man nicht abrutschen kann. Und der kommt ohne Kabel daher. Also den kann man so nicht benutzen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir ein altes Verlängerungskabel habe ich mir genommen, habe das durchgeschnitten, nicht ganz in der Mitte, sondern den Stecker habe ich, das Kabel zum Stecker habe ich relativ lang gemacht, damit ich eine Steckdose benutzen kann, die weit weg ist und ich nicht hier meine Steckdosen direkt an der Werkbank benutzen muss. Und das Kabel mit dem Stecker hier, das ist jetzt, ich glaube, das sind 5 Meter Kabel und ich habe jetzt so 4 Meter ungefähr hängen am Stecker. Und ein guter Meter hängt hier an dem Steckdosenteil. Und jetzt kann ich hier den Dremel einstecken, eingeschaltet lassen und er ist aus. Zeige ich euch mal gleich. Ich wollte euch noch zeigen, wie das Ganze innen aussieht und angeschlossen. Das ist relativ easy. Also man hat halt hier so einen Dreier Taster. Hier kommt die Phase drauf von der Steckdose rein und der Ausgang, wo dann zurückgeht, hier zu dem Steckdosenteil, kommt dann entweder hier dran oder hier dran, je nachdem, was man haben möchte. Hier, also wenn hier Strom drauf ist, ist hier auch Strom drauf im ausgeschalteten Zustand. Das kann man dann benutzen, wenn man quasi dauerhaft arbeiten möchte und nur zur Unterbrechung drauf tritt. Das möchte ich nicht, ich möchte es anders. Ich möchte Strom aus haben und deswegen benutze ich hier den mittleren Anschluss. Da kommt nur Spannung drauf beim Drücken des Tasters. So. Hier habe ich dann PE und Nullleiter mit einer Lüsterklemme miteinander verbunden, mit Ader-Endhülsen und hier so diese Ringklemmen aufgekrimmt und ja genau. Das geht mit 2x1,5 Quadrat hier diese geht genau so eben durch die Öffnung. Man muss ein bisschen schauen, ein bisschen ziehen, also das ist ziemlich rutschfest und hier drin ist auch noch eine Kabelzugentlastung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier unten. Da gehen nicht alle 6 Adern rein, sondern ich habe jetzt 4 Adern damit eingeklemmt, die Erdung und der Nullleiter, sodass man das Kabel nicht rausziehen kann. So, hier das ist nur so ein Stück Papier als Isolierung nochmal. Ich schraube das mal eben zusammen. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Unterm Video könnt ihr schauen, kostet so ungefähr 15, 16 € irgendwas vom Dreh rum. Habe ich dafür bezahlt. Gibt es auch in einem Blau-Grün. Also ich muss sagen, das fühlt sich eigentlich ganz hochwertig an. Hier ist eine Feder noch und ja, habe ich jetzt alle Schrauben. Ich glaube, bis 10 Ampere ist ausgelegt. Ja, hier 10 Ampere. Okay, dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein Kabelchaos. Also das verschwindet ja nachher, das Kabel. Das Ding steht auf dem Boden und hier das Kabel ist. Ich mache das jetzt einfach mal in die entfernte Steckdose.
so wie das später soll. Dann kann man das Kabel auch schön am Boden irgendwo verlegen oder hinterm Schrank, wo es nicht stört. Und dann hat man nur noch hier das eine Kabel irgendwo hochragen. Oder kann das auch befestigen irgendwo. Hier das Werkzeug rein, muss ja kein Dremel sein, kann ja auch was anderes sein. Ist schon eingeschaltet. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dann muss ich hier nicht mehr ständig an ausschalten, sondern habe die Hände frei. Das Ding steht auf dem Boden und ich kann drauf treten und starten. So, das war's. Kurzes Video. Wenn euch das interessiert, könnt das gerne nachbauen. Ich verlinke es euch, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Kein großes Ding, weil es 10 Minuten Arbeit oder sowas. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!